Ja, Leute, wer von euch kennt das nicht? Er hat eine Daunenjacken oder Primaloft-Jacken und dann hat sich die Jacken bei den Fößen aufgerissen. Die Daunen oder eben das Kunststoffmaterial kommt bereits raus und die Reparatur ist sehr kostenpflichtig. Ich habe eine Methode gefunden, wie du das ganze Server mit einem Budget von weniger als 20 Euro in 3 Minuten reparieren kannst. Und wie das geht, das zeige ich dir in diesem Video. Ich gebe euch dann am Schluss auch noch einen Erfahrungsbericht. Vorweg kann ich sagen, ich habe das Ganze vor mittlerweile 5 Touren repariert und bin relativ viele Touren auch schon gegangen und gefahren und das Zeug hält noch immer ganz gut. Also viel Spaß, bleibt dran, wenn euch das interessiert. Es sollte um das gehen, was ich da anhabe. Ihr seht, da habe ich ein Loch und da unten habe ich auch ein Loch. Ich habe mehrere Löcher in dieser Jacke und das Material, das kommt da schon außer. Ich habe mich erkundigt, wie man das Ganze reparieren kann. Entweder du schickst es an den Hersteller ein oder ich habe auch andere Varianten eben auch noch gefunden aus dem Internet. Das war ganz eine günstige Varianten und das probiere ich aus. Zeige euch, wie das funktioniert. Das machen wir jetzt dann gemeinsam. Und nachher im nächsten Step, wenn das funktioniert hat, dass das oben ist, dann werde ich das ganze Zeug nochmal auf Haut und Nieren überprüfen. Und dann gibt es ein Feedback, ob sich die Investition für euch lohnt, wenn ihr auch mal Löcher in euren Jacken drinnen habt. Ich habe jetzt meinen Filmbuddy dabei. Ich habe einen professionellen Filmer dabei. Hinter der Na, Kamera genau. ist niemand anderer wie der Flo. So schaut's aus. Ich habe mir da was bestellt. Das ist von Übersee gekommen, das Backerl. Ich hoffe, dass das überhaupt das Richtige ist. Kolumbien. Das Problem ist, ich habe es nicht in der gleichen Farbe gefunden, aber immerhin ist es grün und die gibt es in verschiedenen Farben. Und jetzt schauen wir mal. Eigentlich sollte das ganz leicht gehen. Da ist sicher eine Beschreibung dabei. Checkt man das? Ja. Da ist eine Beschreibung, die lesen wir uns jetzt durch. Also, ich muss that annoying tear in your lovely down jacket finden. Das ist das Loch, oder? Welches Loch Das jetzt? Annoying in der Jacken. Poke those downy fat. Ah, ich muss. Okay. Ja. Du musst das Loch Ja. stopfen. Also, wir beginnen damit, ich muss das Loch suchen. Das ist da. Und dann muss ich das Loch stopfen. Genau, stopft das Loch. Genau, mit dem habe ich sogar gepickt. Also, ich muss nur das Graffe da reinstopfen und dann muss ich mir ein Repair-Teil in der Größe suchen, die ich brauche. Und ich glaube, dass ich das sogar mit dem machen kann. Ja, das geht. Das passt perfekt. Der Franz hat Probleme beim Lochstopfen. Ja, das ist nicht immer so einfach. Das Loch zu finden ist oft einmal nicht so leicht, gell? Nein, das war nicht das Problem. Das Problem ist, das Verhütterli da von dem Stopfteil Ja, runterzubringen. dann verwendet halt keine Verhüterlist. Ja, eh, aber es war gescheiter, sie hätten es gleich ohne dem geliefert. Aber ihr Stimmt. hört's auch, das ist nicht so einfach, das Ganze runterzustülpen. So, aber jetzt haben wir's. Das heißt, da haben wir das Loch, das ist gestopft. Und dann werden wir das jetzt da drüber bicken. Braucht man nicht. Das muss ohne Spucke gehen. So. Das war das erste Loch. Das ist das zweite Loch. Franz, sind viele Löcher zu stopfen. Ja. Aber das ist auch so ein kleines Loch, ne? Das stopft man da einfach so rein, wie man halt ein Loch stopft. Genau, schön reinstecken. Einfach reinstecken, bis das verschwunden ist. Und jetzt kommt wieder die große Aufgabe, das Verhütterli runter zu tun. So, das ist jetzt sicher genug groß. Einfach drüber, dass das Ganze abdeckt ist. Nächstes Loch gestopft. Ist da noch irgendwo ein Loch?
Nein, das ist nichts. Passt, dann werden wir das morgen probieren und schauen, ob das hält. Fertig? Fertig! Pam! Ich bin jetzt auf der Amazon-Seite und zeige euch, was ich eben gekauft habe. Das ist das Daunenjacke Erste Hilfe Reparaturset Federgrün. Das kann man aber auch in anderen Farben auswählen. Ihr braucht dazu nur recherchieren. Ihr habt dabei eine Beschreibung und so schaut das Ganze im Endeffekt aus. Das wird eben in einem Packerl geliefert und ist alles wirklich ganz gut beschrieben. Ich packe euch den Link zu dem Produkt in die Beschreibung rein, wenn ihr selber so irgendwas brauchen könnt, einfach drauf klicken, selber bestellen und eben um weniger als 15 Euro das Ganze bestellen und in weniger als 3 Minuten ist das Ganze abgewickelt. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Wenn das der Fall war, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. In dem Sinn, bergheil, bleibt's geil, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch, euer Franz.